Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Prince of Persia The Lost Crown. Nachdem wir letztes Mal in den Knast gesteckt wurden, sind wir letztes Mal hier aufgehört. Und ja, hier gibt's Plattformspiele. Mal gucken, wie fair das Zeitlimit ist. Beim ersten ging's jetzt noch klar. Pfeile auffüllen. Oh Gott. Jetzt muss ich mir auch noch aussuchen, wo ich lang möchte oder was. Okay, gehen wir mal hier. Das sind... Ach so, man muss warten. Ah, okay. Aber nur für ein Kristall. Man erwartet einen coolen Preis und was kriegt man? Ein paar Kristalle. Aber egal. Ja, das... Ja, ne? Zack, zack. Okay. Es ist nicht asozial. Zeitfenster ist relativ... harmlos. Ah, hier haben wir eine Kiste. Was ist das? Ein Amulett? Ah, nee. Eine Amulettfassung. Ja, sehr schön. Ich habe auch letztes Mal hier dieses Drachenkönig-Ding von dieser Nebenmission bekommen, die gebuggt hat. Er schützt halt einmal vor Tod, ne? Aber wenn man sowas ausrüstet, ist es eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass man ein Noob ist. Oh Gott. Jetzt wird es ein bisschen haariger, habe ich den Eindruck. Okay, okay, okay. Oh, hi. Du bist hier. Du gibst mir eine Karte, richtig? Hallo, Sargon. Jawohl. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Ja, das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich bin nämlich ein bisschen überfordert. So. Hier bin ich ja letztes Mal auch schon gewesen und habe gesagt, nö, erstmal nicht. Okay, alles klar. So, ich konnte auch mal mit dir reden. Gefällt dir das Heilige Archiv? Ja. Die ältesten Texte werden dort aufbewahrt. Mathematik, Wissenschaft und Karten aus aller Welt. Mein Ziel ist es, sie alle zu lesen. Ich bin sicher, das wirst du. So, dann können wir hier einen Weg aufmachen, den wir anders nicht erreicht hätten. Was bist du denn? Lol. Habe ich das richtig gesehen, dass die mir Energie klauen können? Und wenn ich sie töte, kriege ich sie wieder? So, ich komme doch hier gar nicht durch. Oder ist hier irgendwo eine Glocke, womit ich das wegmachen kann? Ja, dann muss ich nach unten. Schade. Dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Geht dann anscheinend nicht anders. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht in Spikes lande. Ah, hier bin ich... Ach so, ich bin hier mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Aber wartet mal. Ich fahre mal nach unten. Ah, das wollte ich nicht. So, und jetzt warten wir, bis der oben ist, damit ich hier hoch kann. Das sind leider nur Kristalle, ne? Ich erwarte mir immer Größeres. Sag mal, du bist zu dick. So, dann hätten wir das. Okay. Dann gehen wir jetzt hier links weiter, gucken uns erstmal das hier noch an und dann kann es hier oben weitergehen.
Oh, diese dumme Kreppenmechanik, ne? Ich mag sie nicht. Gerüchte über versteckte Schätze machen erst Jahre nach dem Fluch die Runde. Sollen diese Truhe wirklich existieren, sind sie mit Sicherheit das Werk des Architekten Maya. Angeblich baut sie weiterhin ihr Labyrinth aus zerstörten Erinnerungen. Falls das stimmt, können diese Schätze vielleicht den Verstand einer einst genialen Person heilen. Okay. Moment, was ist das hier? Und wo kommst du auf einmal weg? Haha, nicht get... Oh, 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 oh. Okay. Wo ist mein Rücksitzpunkt? Das gefällt mir nicht. Und diese Treppenmechanik, die regt mich so auf, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die geht einen so auf den Sack. Okay, dann... Ah, Moment, ich wollte hier nach oben. Dann muss ich nicht den ganzen Weg dahin wieder latschen. Von hier aus sollte es kürzer sein. Sargon, spring bitte da drauf. Und ich hoffe, hier in der Nähe irgendwo einen Wack-Wack-Baum zu finden. Dass ich das nicht immer neu machen muss. Das ist schon wieder so ein scheiß Gefängniswärter. Hä? Wieso komme ich da nicht? Leute, ich muss den anderen Weg nehmen, weil ich da nicht hochkomme. Dann gucke ich erst, was hier links ist. Ein Wack-Wack-Baum. Das ist schon mal etwas. Aber hier geht's nicht weiter. Hier ist nur der Wack-Wack-Baum. Ah, hier kann man was bauen. Reißen? Ach so, das ist ein Schnellreiseding. Ja gut. Aber ich muss jetzt trotzdem ja nach unten hin, weil da ist ja anscheinend, komme ich nicht durch. Das ist ja wieder blöd gemacht. Ja, da oben ist ein Schalter, der das freischaltet. Ne? Also das Spiel zwingt dich, den anderen Weg zu nehmen. Gut. Dann machen wir das. Das tut den Gefängniswärter hier noch ein bisschen beschissener machen, um ehrlich zu sein. Weil ich kann mir richtig schön vorstellen, wenn du es eilig hast, du tust aus Versehen in den Gefängniswärter reinstürmen und dann bist du wieder im Knast. Okay. Ich habe auch ein bisschen übertrieben, so weit ist es nicht. Da unten war es, ne? So, wo ist dieser Typ? Da. So, diesmal kurz im Prozess mit dir. Das machst du nicht nochmal mit mir. Aber was für einen Sinn hat es, diese Tür aufzumachen, ne? Du kommst von oben. Finde ich ein bisschen unnötig. Komm, hoch. Nein, andersrum wollte ich. Ich hasse diese Mechanik.
Wo kommst du schon wieder weg? Bitte verziehen Sie sich. Ich hätte gedacht, ich könnte das lesen, aber anscheinend nicht. Okay. Aber hier oben haben wir eine Kiste. Ah, da ist es sowas, was wir bei der Schmiede abgeben können. Komm, Treppe dahin. Gucke gerade noch, was da unten sind. Stacheln, okay. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, deswegen ist die Falltür da. Weil du anders... Hallo? Ist das ein Scherz? Ach, dann bewegt sie sich auf einmal nicht. Das Geräusch gefällt mir nicht. Oh, ja, ja. Ich hatte ihn verdrängt. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht erwischt. Hier, steck... Nein, 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 nein. Du kannst... Hier, steck den in den Knast, aber nicht mich. So. Dann machen wir mal den Shortcut auf. Und jetzt mal ganz in Ruhe gucken, ob du da unten irgendwas für mich hast. Das sieht nicht so aus. Hoppala, nicht runterfallen. Ah, das könnte ein Geheimnis sein. Jo, ist es auch. Das weitere Amulett-Slot? Ne, ein neues Amulett. Erhöht die Stärke von Standard-Schwertangriffen ein wenig. Oh, das gefällt mir. Wenn wir einen Wack-Wack-Baum finden, dann... Oh Gott, da ist schon wieder so ein Spinner. Lol. Der patrouilliert hier und ist nicht an seine Ebene gebunden. Das gefällt mir nicht. Oh, du kommst hier nicht hin, oder? Geh weg! Ich muss hier da oben irgendwie hinkommen. Verzieh dich bitte. Muss ich den nach unten locken? Ja, das ist schlecht gerade. Tschüss. Ja, ja, komm mal hier unten hin. Nein, 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 nein. Ach, das ist der gleiche die ganze Zeit. So, jetzt muss ich mich beeilen, bevor er wieder oben ist. Lass mich hier hin. Deswegen hoffentlich erstmal los. Dort drüben eine leuchtende Feder. Sie erleuchtet den ganzen Raum. Was verborgen ist, kann gesehen werden. Von den Klugen, den Scharfsinnigen. Okay, verstehe ich nicht. Das Ding wird sich doch safe bewegen. Das sieht doch schon so aus. Bisher noch nicht. Was? Jetzt hat sich da oben irgendwas getan. Die Dinger haben sich bewegt. Warum, weiß ich nicht. Zack. Okay, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ich weiß noch nicht wirklich, was das Spiel möchte. Vielleicht machen wir es auch einfach so. Ah, da ist auch mir was, wird mir was angezeigt, dass ich da nicht lang kann.
Noch nicht. Fehlt mir anscheinend was für. So, jetzt haben wir da eine Abkürzung aufgemacht. Das ist schon mal gut. Gib mir ein paar Pfeile. Glocke aktivieren. Darüber. Okay. Habe ich nicht genug Zeit für. Zack, zack, rüber. Uppala! So, auf der anderen Seite wird es aber ein Geheimnis geben, ne? Es ist so ein Aufwand für einen fucking Kristall! Also da hätte ich dann eine Kiste hingepackt. Klar, Kristalle sind auch wichtig, aber die Kisten sind halt profitabler. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Zum Glück seid ihr mit einem Bogenschuss weg. So, ich gehe erstmal hier hin, in der Hoffnung eines Wack-Wack-Baums. Da habe ich mich getäuscht. Weil da können wir jetzt optional in diesen Raum hin. Das machen wir natürlich. Wie soll das denn gehen? Also hier war ja die Brücke im Weg. Da bist du nicht hochgekommen. Ich bin mal mutig. Es erschließt sich mir noch nicht ganz, wie das gehen soll. Ist es das, was ich denke? Ja. Ja, okay. Ist das ein Gegner? Oder was ist das? Hä? What the fuck? Warum kann ich das nicht wegmachen? Okay. Das markieren wir uns mal. Ich nehme an, mir fehlt eine Fähigkeit. So, dann wollen wir mal schauen. Da rechts geht's zu meinem Story-Ziel. Hier kann ich mir noch ein paar Sachen angucken. Ich gehe erstmal nach oben. Ja, gib mir Pfeile. Weg mit den Biestern. Ja, also, das endet in einer Sackgasse. Das sollte irgendwas Tolles für mich sein. Beschützer von Persien, die großen Krieger, wachen seit Jahrhunderten über Persien. Eine Truppe aus geübten Kämpfern und Strategen, die gemeinsam als unbesiegbar gilt. Ihre Anwesenheit auf dem Schlachtfeld reicht aus, um Feinde in die Flucht zu schlagen. Wieder nur mehr Tricks. Der sieht aus wie ich. Keine Tricks, eine bessere Version. Mal sehen, ob das stimmt. Wir haben dasselbe Ziel. Doch nur ich kann es erreichen. Gib mir deine Kräfte. Oh, ich mach gut Schaden, aber. Oh, der kann das gleiche wie ich, aber. Ja, ist logisch. Ist auch eine Kopie von mir. Ist das eine Skill-Abfrage?
Okay, das ist keine leichte Nummer, würde ich sagen. Und ist leider sehr weit weg. Leider sehr weit weg. So, wie war das jetzt mit den ganzen Abkürzungen? Geh mir nicht auf die Nerven, ich will hier einfach wieder hoch. So, ja, dann bin ich ja schon fast da. Da ist es gar nicht so weit. Geht ihr mir nicht auf den Nerven. Ich will da einfach nur schnell wieder hin. Okay, ich werde hier jetzt mal ein bisschen rumsuchen. Also es muss ja eigentlich bald ein Wack-Wack-Baum kommen. Wahrscheinlich hier. Das ist mir dann angenehmer. Aber dann werde ich den auf jeden Fall nochmal probieren. Vielleicht schon hier hinter. Ja, da ist er schon. Okay, Amulette. Ich hätte das gerne halt, ne? Dann habe ich einen Slot zu viel. Nehme ich den mal raus. So, dann gucken wir mal, ob wir den unseren Doppelgänger vermöbeln können. Also die Andra-Kraft hat halt richtig guten Schaden gegen ihn gemacht. Ah ja, ich glaube, ich muss den parieren und sowas. Das ist so eine kleine Skill-Abfrage, denke ich, der Boss. Was du kannst und was du nicht kannst. Wieder nur mehr. Nein, 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 nein! Es fing doch so gut an. Das habe ich nämlich in dieser Trainingskampagne gelernt. Man soll seine Gegner so oft es geht in die Luft schleudern. Ja. Und das hat dann auch wesentlich besser funktioniert. So, was kriege ich denn dadurch? Eine neue Atra-Kraft, okay. Shabars Seele. Das wird wahrscheinlich dieser mächtige Angriff, den er in der Luft eingesetzt hat, gewesen sein. Führe einen mächtigen Kreuzhiebangriff über Sargons Kopf aus. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner. Kann am Boden und in der Luft eingesetzt werden. Rüste deine Atra-Kräfte bei einem Wack-Wack-Baum aus. Der ist das nicht, ne? Das ist ein anderer, den ich schon bekommen habe während des Trainings. Hat es den gegeben und zeig mal, wie sieht das aus? Ist halt gegen fliegende Gegner gut. Ich finde eigentlich den besser. Weil gegen viele Gegner ist das ganz geil, ne? Kann auch ein bisschen aufs Gebiet ankommen. Alles klar, Leute. Haben wir den hier besiegt? Würde ich mal sagen, ist das auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.